So, herzlich willkommen zum neuen Video. Tut mir leid, ich hatte ein paar Tage keinen Bock, zum irgendwie etwas machen, was mit Video zu tun hat. Jetzt habe ich es aber nachgeholt. Ich habe hier noch viele Filmschnitte, die ich jetzt wieder zusammengestellt habe. Und diesmal geht es zu einer Goldgräberstadt. Und ja, wir erkunden da alte Zeiten und auch Goldminen. Verlassene natürlich. Ja, okay, dann lassen wir los und viel Spaß dabei. So, jetzt geht es in Cabo de Gapa. Die Treibhäuserlandschaft habe ich mal hinter mir gelassen. Endlich mal wieder grün. Strand gesucht. So, ich verlasse diesen wunderschönen Strand, weil man hier nicht übernachten darf. Aber am Tag darf man stehen, jetzt fahre ich wieder raus. Dem wunderschönen Abendrot fahre ich entgegen. Es wird immer schöner. So, ich habe mein Plätzchen gefunden. Ich bin in Rodalquiar, heißt das, glaube ich. Und zwar an einer Goldmine, wo früher Gold gewaschen wurde. Hier unten sieht man riesige Waschanlagen. Und da oben stehen auch ein paar 4x4 Offroader. Einer kennt mich sogar. Und da unten hat es auch ein riesen Becken. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Und da ist das Dorf da unten. So im Gegenlicht. Und jetzt gehe ich mal mit dem Bike da hoch und erkunde die Gegend. So, jetzt bin ich da oben. Das sind die zwei T1. Und Wario. Morgen! Guten Morgen! Weißt du, es kostet Geld, mich zu filmen. Ja, ja, das wird teuer. Die Deutschen wollen nicht mehr Geld. Ja, ja. Die haben ja nicht. Und schon wieder Berglandschaft, windstill. Und da fahren wir jetzt hoch, aber mit dem Rad. Ja, hier ist Ruhe, kein Mensch da. So, mitten im Weg gibt es einen Bergbauschacht. Und da gehen wir jetzt mal reingucken. Der wurde mal zugemauert und wieder aufgemacht. Ui, der geht tief rein. Ja, dann laufe ich einfach mal rein. Der Fels sieht gut aus. Ui, ui, schon interessant. Jetzt brauche ich Licht langsam. So. Hey Angie. Was die da früher alles gemacht haben. Vielleicht finde ich noch Gold, Erz. Ist ja alles weg. He. Ich komme zu spät. Ich komme zu spät. Also hier ist noch richtig Abenteuer. Uiuiui. Ja, das ist Wahnsinn. Da gibt es inzwischen
dann geht's runter. Dann geht's weiter. Links geht's weiter. Und wir sind mittendrin. Tja. Hier oben, wir sind immer noch an der gleichen Stelle, da haben sie einen Schacht gemacht, damit Luft reinkommt. Uiuiui, ui, aufpassen, dass kein Stein runterkommt. Also ich gehe noch ein kleines Stück weiter, aber nicht mehr weit. Das wäre, glaube ich, mal eine Exkursion. Da fallen Brocken runter. Das ist durchaus auch gefährlich. So, jetzt geht es immer hoch und runter. Aha. Gut, da ist das Ende. Da war dann vorbei mit Gold. Oh, da habe ich noch einen kleinen Kristall. Gut, ist vorbei. Oh, nicht zu laut. Gut, wir hauen wieder ab. Also, jetzt bin ich mal links abgebogen. Da hat es überall Schächte, auch oberhalb. Und da sieht es auch fertig aus. Also das sind zwei Löcher, eins oberhalb, da, uiuiui, da ist dann fertig, ja, da sieht man raus, also der ganze Berg ist wie ein Schweizer Emmental, voll durchlöchert. So, jetzt aber, wie es mir aussieht. Ach, schon lange nicht mehr so gerne einen Ausgang gesehen. Also, oberhalb sieht man, wenn man hochschaut, überall Gänge, rechts, links, mehrere Ebenen entlang. Also, da haben sie ganz viele Stollen gebaut. Ja, das ist auch geil. Damit die Leute nicht so weit zur Arbeit haben, haben sie hier mal schnell einen Durchgang durchgemacht. So, jetzt sind wir doch ziemlich weit hochgefahren. Und da hat sich auch einer versteckt. Das ganze Land ist so ein Camper. Also ihr seht, man kann hochfahren. Muss nicht mal allzu offroad-tauglich sein. Es funktioniert. Einer Abstecher nach rechts, um hier gucken, was hier los ist. Aha. Hier fließt dann das Wasser, aber nur wenn es regnet. Nee, das ist kein Wasser. Das ist ein Minenschacht. Da oben sieht man die Entlüftungen. Wieder mal eine mehr. Mit den Eisentoren. Wann wurde der auch zugemacht? Aber irgendjemand hat ihn wieder aufgemacht. Tja, hä? Da muss man sich bücken, um reinzukommen. Vielleicht ist noch ein Bär da drin. Ich gehe jetzt nicht rein. Könnt ihr selber mal machen. Gleich rechts davon nochmal ein Stollen. Der ist größer. Aber hier hört er auf. Zugemauert. Oder keine Ahnung. Haben sie angefangen und wieder aufgehört. So, jetzt sind wir über der ersten Bergkuppe und da kommt man eigentlich ins nächste Dorf. Also das Dorf heißt Los Albaricoques, wenn man da weiterfährt. Noch ein paar Kilometer. Flache Ebene. Interessant. Die habe ich noch repariert in den 80er Jahren. Die alten Enten. Ach, das waren noch Zeiten, ey. Sogar ein Reisekar ist da. Ich rieche Wasser. Da hinten ist ein Wasserspeicher nach der Karte. Man sieht es auch. Und die Luft. Ja, da vorne
Und ich glaube an Bergsee. Also da auch der ganze Berg wurde da bewirtschaftet. Goldsucherei. Und hier wird gerade Kopfsalat, glaube ich, geerntet. Sieht so aus. Erntearbeiter. Also mitten zwischen den Bergen ein Anbaugebiet. Und richtig groß angelegt. Wieder ein Haufen Arbeiter. Sicher 20. Was das für ein Kraut ist, weiß ich nicht. Also das Schöne hier ist, keine Treibhäuser. So sollte es doch sein. Dann tut man halt einmal im Jahr weniger ernten, aber wenigstens keine Treibhäuser. Und hier sieht es doch schon mal schön aus. Da kommt euer Salat her. He? Da Kohl. Die lassen auch die Kleinen liegen. Also da, der Plastik wird jetzt aufgewickelt, so gut wie es geht. Leider bleibt manchmal etwas hängen, aber immerhin kommt er weg. Altes Gebäude, da ist auch die Plastikrolle. Das ganze Land, he, fruchtbar. Alles blüht. Das sind die modernen Plastikvogelscheuchen. Sehr effizient. Weites Land. Eine Felsspalte haben Menschen gemacht. Und hier, der ganze halbe Berg, haben sie abgetragen. Steppen reingemacht. Also nicht nur abgetragen, auch Stollen reingemacht. Ich sehe vier Stück und da auch wie ein Käse. Voller Stollen. Wahnsinn. Doppelstöckig, dreistöckig. Na, der nächste. Überall Stollengänge. Neben dem, dass sie da alles abgebaut haben. So, das war eine schöne Tour. Jetzt geht's wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder auf die alte Piste. Zurück da in der Goldgräberstadt, kann man sagen, die ist sicher aus diesem Bergbau entstanden. Hier noch alte Gebäude. Hier haben sie den ganzen Gestein runtergebracht mit riesen LKWs, mit Rädern von 3 Meter vermutlich oder 2,5. Und hier wurde es dann gewaschen und verarbeitet. Wow, das ist schön. So, Gabo de Garda. Naturschutzgebiet. So wunderschön. Und in diesem Dörflein da, da machen wir bereits den nächsten Halt. So, ich habe die Piste verlassen. Hier ist noch ein alter Katamaran. Also nein, die Straße habe ich verlassen und oje, da hat es schon viele. Ja, mal schauen, he, ob ich da überhaupt durchkomme, sonst wieder zurück. Die Straße geht rundherum, aber für etwas habe ich ja mein Offroad. So, da runter. Kein Problem für den Mario. Einfach langsam. Steil. Ja. Ich hätte es auch leichter haben können, ich gebe es zu, aber irgendwie brauche ich den Scheiß.
Tja, was will man machen, hä? Alles überfüllt und ich glaube, hier darf man auch nicht übernachten. So ist das halt, hä? Gucken wir halt an. Den kleinen Strand. Leer ist er. Also das heißt La Isleta del Moro. Ich bin hier schon mal gestanden, vor 4 Jahren. So, langsam kommen die Erinnerungen. Rechts ist das Dorf. Ich weiß aber nicht mehr, ob es damals gestattet war, hier zu übernachten. Ich glaube, damals waren die Taler schon da. So, jetzt bin ich auf die andere Seite des Dorfes. Und da war ich auch mal oben. Kommt alles langsam wieder in Erinnerung. Schön, leicht neblig heute. So, im Naturschutzgebiet darf man ja kaum irgendwo frei stehen. Außer eben hier im Dorf, da oben sind ein paar Camper und ich habe da unten einen schönen Platz gefunden. Tipptopp. Da unten stehen auch noch ein paar. Ja, da mein Blick in die Lagune runter. Wunderschön. Eine Nacht reicht und wir fahren jetzt dann weiter. So, ich bin meine Update zum Machen da. Im Restaurant gestern habe ich hier ein Bier getrunken mit super schöner Aussicht da vorne im Stuhl. Und jetzt habe ich gerade all meine Updates wieder mal gemacht. So, wir fahren ein Stück weiter zum nächsten Strand, wo man allerdings auch nicht übernachten darf. Wassermühlen. So, jetzt bin ich in San Jose. Ich umfahre das oberhalb. Ja, die Straße da, ich weiß nicht, eigentlich habe ich gedacht, es sei eine Teerstraße. Ich fahre jetzt zum Strand, der ist da hinten. Ein Agavenwald, hä? Habt ihr auch noch nie gesehen. Kleiner Privatstand, voll abgelegen im Naturschutzgebiet. Ja, einfach nur schön. So, schöne Lagune. Da hinten stehen wir zusammen mit ein paar anderen in der Ecke mit Freaks. Aber es kommen immer mehr Camper. So ist es halt. Sogar Sanddünen hat es hier, oder zumindest einen Berg besetzt mit, bedeckt mit Sand. Ja, auch besetzt natürlich. Ach, es ist wunderschön hier, man kann hier sogar mit dem Auto fahren, ganz offiziell. So, das hier ist der Playa del Monsul. Und da fahren wir jetzt mal runter. Wunderschöne Natur, hey. Und da hat es richtig den Sand hochgeweht. Und die andere Seite.
Einfach nur schön. Ich bin jetzt da hinter die Klippen gefahren. Andele! Boah, der Felsen! So, kennt ihr den alten Pfannendeckel-Trick? Ich sag's mal so, in der Not ist der Mensch erfinderisch. Pfannendeckel, was habe ich aus dem gemacht? Eine Kettenabdeckung, weil man die kaum kaufen kann. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Die hat eben 5 Löcher. Und dann habe ich den perfekten Pfannendeckel gefunden. Habe den ausgeschnitten, umgebürdelt und mit Nieten befestigt. Jetzt habe ich endlich einen Schutz, weil meine Hosen waren immer wieder mal schmutzig. Geil, oder? So, das war es wieder von mir und schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch und es geht natürlich dann auch weiter. Wann, weiß ich nicht. Mal schauen, wann ich Lust dazu habe. Ich bin ja da frei, euch das zu präsentieren. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin immer noch in Spanien. Und grüßt mich, wenn ihr vorbeifährt. Oder wie auch immer, wenn ihr mich seht. Alles gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.